Industriedesign beim PIVA. Habe dort 12 Jahre gearbeitet und das war, also das kann ich mich noch erinnern, wo ich in die Klasse gekommen bin. Auch war ich die erste und einzige weibliche Person da drinnen. Das ist mir eigentlich am Anfang gar nicht so wirklich aufgefallen, aber aufgefallen ist mir an den Studentenlisten. Es waren ungefähr 60 Studenten und ich habe nicht einmal an einer Hand die Frauen abzählen können. Also wie viele weibliche Studierende da waren. Es war einfach so, die Zeit damals. Also es waren wirklich extrem wenig weiblich. Und ich glaube aber, dass rein durch meine Anwesenheit einerseits und andererseits durch die Zeit, also ja, inzwischen, ja, sich das total ausgeglichen hat und es sind dann immer mehr und mehr Studentinnen aufgenommen worden und auch gekommen. Und es ist so weit, dass wir halt eigentlich mehr Frauen sogar haben, mehr Frauen in diesen Klassen wie männliche Studierende. Dass diese Zeit, wo es diese diese echten Namen, also wo Design heißt Philipp Stark oder heißt so und so, also diese echten Namen, diese Zeit ist jetzt auch schon vorbei. Und das ist schon eine sehr männliche Sichtweise, dass genau, das eine Person produzieren, also dass das die Leistung einer Person ist. Weil sie auch nicht es ist Teamarbeit in Wirklichkeit. Ja. Und es geht, also man ist einfach Teil eines Teams. Und da glaube ich, das hat auch was mit diesem Gender zu tun. Das heute. Ja, machen wir sie zu. Also ich glaube, dass diese Entwicklung, dass es nicht mehr rein diese Stars und so weiter gibt. Sondern dass Studios sind, Teams sind, sehr wohl damit zu tun haben, dass einfach mehr Frauen in diese Bereiche hineinkommen und dass das langsam sich ausbalanciert. Und um dieses gute Miteinander geht. Dass jeder einfach seinen Teil beiträgt und dass das auch wertgeschätzt und anerkannt wird mittlerweile. Immer mehr. Also, das ist das, wo ich glaube, dass man hinsteuern. Ja, wo ich schon in der Position der Assistentin war, wie die Frauen anders, also dann bei so Korrekturen anders gehandelt worden sind und dass gewisse Ansätze oder gewisse, also wie sich eine Arbeit entwickelt hat, dass die oft total abgewertet worden sind, als lächerlich hingestellt worden sind, ja, weil es einfach eine andere Denke ist. Ja. Und das, da kann man dann schon ein bisschen eingreifen und auch sagen, okay, das hat aber auch seine Berechtigung. Oder sehr wohl kann das nebeneinander stehen und das kann ja auch zu sehr guten, das kann zu guten oder noch besseren Ergebnissen führen. Aber das hängt auch sehr mit den handelnden Personen ab, denke ich mal. Und das war aber sicherlich, also das war in der Zeit, in der ich sozusagen studiert und am Anfang auch gelehrt habe, war das schon noch recht massiv. Also, dass man sich echt oft was, einfach wirklich was sagen hat müssen. Also, das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen. Da ist sicher viel weitergegangen. Also, sowohl das männlich als auch weiblich gelernt, einfach gelernt worden ist im Umgang. Und in der Akzeptanz. Mit denen ich studiert habe, oder auch besonders auch die Studentinnen, die
Biber damals studiert haben und jetzt Kolleginnen sind, und also Absolventinnen und Kolleginnen sind, ich sehe die alle extrem fleißigst arbeiten. Aber ich sehe keine in diesen Führungspositionen. Also sie arbeitet jede so in ihren Bereichen, sehr wohl im Fach. Und ich würde sagen, eher bescheiden, beziehungsweise ich denke mir, dass die Definition von Erfolg der Frauen einfach anders ist wie Männer. Also dass Frauen Erfolg ganz anders definieren wie Männer. Da gehören einfach andere Dinge dazu. Und diese geraden Karrieren, die man so im Kopf hat, was Karriere ist und was also definiert ist, das ist einfach, da haben Frauen oft ein anderes Bild. Nein, ich kenne beides. Ich kenne Leute, die sehr wohl weiter rauf wollten und dann die berühmte gläserne Decke gestoßen sind. Kenne ich mittlerweile immer mehr Kolleginnen, weil das einfach mit dem Alter zusammenhängt. Also wenn man gegen 50 geht, dann ist das bei Männern dann oft ganz klar, dass die jetzt Karriere machen oder gemacht haben. Und bei Frauen ist da oft genauso in dem Alter, wo man einfach dann andere Entscheidungen trifft. Einfach weil man merkt, man kommt nicht weiter in dieser Gesellschaft, in der wir momentan sind. Als Frau? Als Frau. Ab 50? Nicht ab 50, sondern ich denke mir, ich bin jetzt so in diesem Alter, wo ich das einfach merke bei Kolleginnen oder Frauen, die in meinem Alter sind, ja? Dass das tatsächlich wahr ist. Ja? Und ich finde es aber irrsinnig schön, dass da vor allem unter den Frauen ein ziemliches Bewusstsein gibt und dass man die Jungen massiv unterstützt, weil die das ja überhaupt noch nicht erfahren haben, dass das tatsächlich so sein kann. Dass man das auch nicht glaubt. Dass man das überhaupt nicht glauben kann, dass das tatsächlich so ist und dass sich das sehr wohl nach hinten verschiebt. Wobei wir ja in einem sehr elitären Bereich arbeiten. Wie schaut die Unterstützung aus? Also wenn ich von mir rede, dann habe ich mich einfach entschlossen, dass ich nicht ausschließlich selbstständig bin, sondern sehr wohl auch die Lehre für mich total ein wichtiger Teil ist, weil man da einfach Frauen als eine gute Unterstützung kann. Also das ist für mich schon etwas, wo ich sage, mit Frauen zu arbeiten ist nicht so einfach, wie für Frauen zu arbeiten, für mich persönlich. Und in der Rolle als Lehrende tue ich mich leichter, Frauen zu unterstützen, dass die einfach mit Selbstbewusstsein ins Berufsleben gehen. Ne? Also dass man wirklich schaut, dass da die andere auch ihren Platz bekommt und ihren Raum bekommt. Also das erlebe ich sehr, dass man auf das heute noch sehr viel Aufmerksamkeit legen muss und die andere da auch unterstützt, also dass man unterstützend miteinander umgeht. Und in meinem Arbeitsfeld habe ich das jetzt einfach aufgeteilt, dass mir wichtig ist, auch sowohl selbstständig, Familie für Männer genauso wichtig ist. Kommt ja jeder aus der Familie oder es hat jeder Eltern, ja, sagen wir mal so. Und dass das ganz wichtig ist, das bewusst zu leben. Und dass Frauen einfach durch das, dass sie dann so da hineingefordert werden, also wenn sie dann Kinder kriegen, liegt es natürlich sehr an den Frauen, wie es gespielt wird. Und da ist, also da bewegt sich ja momentan auch sehr viel. Also dass da sehr bewusst die Männer integriert werden. Und, aber es liegt da extrem an den Frauen, dass, also wie es wirklich tatsächlich gespielt wird und wie lange. Also nicht nur am Anfang, wenn die Kinder klein sind und Kindergarten noch abholen und so weiter, und später ist man dann ganz selbstständig zuständig. Also Familienmanagement machen ja nach wie vor noch sehr die Frauen. Früher weniger waren und es waren jetzt einfach mehr. Und die sieht man einfach noch nicht, aber sie kommen schon.
und sind auch, also wenn man sucht, man findet schon einige sehr gute. Und einerseits und andererseits glaube ich auch, dass dieses zielstrebige Karrierebild nicht unbedingt jetzt das ist, was Frauen, das so allgemein zu sagen, ist für mich schwierig. Weil es gibt immer welche, die das sehr wohl gern machen. Also wenn wir die Hatip zum Beispiel nehmen. Aber es ist nicht unbedingt da, wo wir sozialisiert sind hin. Und auch das, was Frauen innerlich auch gut tut. Mhm. Ist es was anderes, was Männer gut tut? Nein. Also ich glaube sehr wohl, dass das noch ein Stück Arbeit ist. Dass man Frau zutraut, große Baustellen zu machen. Also erfolgreich zu Ende zu führen und so weiter, obwohl es kein Thema ist. Ja. Und beim Design genauso. Also gesellschaftlich entscheiden sich die Führungskräfte einfach unbewusst, oft einfach für männlichen Kollegen. Da ist oft viel Unbewusstes noch dabei. Aber ich glaube, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wie sich das ausgleicht.